Jetzt wächst es weiter, er flüchten. Wie läuft denn der? Pass auf, der kommt uns durch die Wand. Was ist denn was los? Boss, pack mal. So, morgen, liebe Jungs. Und Mädels. Es geht weiter am Safe Game. Wir sind sogar ein Stückchen weiter als gedacht. Wir sind nicht bei 9-14, sondern bei diesen zwei Räumen. Ich weiß nicht mehr, in welche Richtung es geht. Müssen wir rausfinden. Ja, das. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nicht mehr dahin in den Raum von 372. Ja. Weil da der Tod lauert. Du musst ja immer dahin gehen. Ja, ich wusste es ja vorher nicht. Jetzt weiß ich es besser. Aber jeder Raum, den man unnötigerweise betritt, ist ja eine Gefahr sozusagen. Weil er überall spawnen kann. Ja, das ist ja ungewiss. Jetzt weiß ich ja, dass er da ist, dass er da auftaucht und deswegen meide ich jetzt die Ecke. Absichtlich. Verstehst du mich? Ja, aber ich sehe es halt so, desto weniger Räume du durchquerst, desto geringer ist die Chance. Dann bleibe ich beim nächsten Mal einfach in dem Anfangsraum stehen und lass die Zeit ablaufen. Dann labern wir 10 Minuten irgendeine Scheiße und sagen dann zum Schluss, ja, das war das Video, hoffentlich war es spannend. Ja, aber du weißt doch, dass es eine Sackgasse ist. Schalt beim nächsten Mal wieder ein. Ohne Spaß. Du weißt doch, dass es eine Sackgasse ist und kein wichtiges Item. Ja. Das heißt, da brauchen wir nicht rein. Das ist ein Grund mehr, da nicht reinzugehen. Ja, hast du eben recht. Oh. Give it to me. Kawaii. Oh, das ist Insekt. Ja? Denke mal. Wobei, das ist ein komisches Insekt, weil Insekt hat normal 6 Beine. Und wieso 2? Oder wer sind die 2? Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Aber ich meine, beim letzten Mal hat er uns einen Tipp gezeigt, dass wir zum Computer gehen sollen. Ja. Jetzt ist es sowas hier. Ich glaube, der hat einfach eine Drawing. Psychische Störung irgendwie. Ja, psychische Störung. Psychische. So. Da. Nee, nicht rein, da kommt immer ein Error. Yes, na, das haben ist vielleicht Zufall, weil jetzt beim Portrait kam jetzt auch kein Error diesmal. Siehst du? Hat er geschrieben, hat Game. Okay, das war 079. Doch, 079, ne? Siehst du? Da hat er gefixt. Oh ja. Du kannst zwischendurch auch speichern. Ja, ich meine, ich bin noch erst seit 3 Minuten. Ja, ist. Bloodstained Note, das ist die Sauklaue. Wir können ja jetzt versuchen, das echt mal durchzuspielen wieder. Nach langem. Ja. Und man kann die Glocke wieder nehmen. If you ring it, he will come. Wir haben. Boah, also wäre geil, wenn es mal ein neues Phantom gäbe, ne? Weißt du das? Vielleicht gibt's sicher. Hab geklingelt. Wie wär's, wenn wir mal wieder Gate A machen? Wie wär's, wenn ich es mir nicht aussuchen kann? Aber wenn Gate A kommt, gehst du auf jeden Fall durch. Ja, ich gehe durch das Gate, was kommt. Nicht wie schon mal, wo wir zurückgelaufen sind, weil wir es nicht. Nein, wollten. Ja, ich meine, jetzt kennen wir ja beide Endings. Ja. Nee, man kann doch noch dann den Nuke irgendwas machen. Man kann da unten so einen Schalter umlegen noch. Ich glaube, dann ändert sich noch was. Was ist da eigentlich der Unterschied? Wir haben es noch nicht rausgefunden, oder? Wo ein macht's Boom am Ende und alles ist in die Luft gesprengt. Hm. Aber wenn du das Warhead. Oder Gate B ist doch das, wo die dann sagen, you know too much, oder? Ja, du läufst durch so einen langen. Das ist Gate A. Ah ja, stimmt. Ja, you know. Das andere ist, wo es einfach explodiert. Geht jetzt da ab. Eine fette Party. Da müssen wir so eine Musik einblenden, die zum Beat. Ja. Wobei der ist zu schnell. Wie bei Cold Mirror im Harry Potter Haus. Ja. Na gut, ich fürchte, hier geht's nicht durch. Hätte mir jetzt angeguckt, wenn hier draußen sich da noch geflaggert hätten. Ja, dann hätten wir es echt lassen können, Mann. Was? Aber steht einer da? Was? Wow! Das hast du gar nicht erzählt? Nee. Und vor allem auch gar nicht gehört, dass der aufgetaucht ist, ne? Hat denn sein Event vielleicht das andere Event corrupted? Könnte sein. Oh, du kannst ihn wieder killen, oder? Ist er an? Ja. Ja. Ja, aber der kommt jetzt von da so schnell. Was? Der ist schon ganz nah. Wieso? Hä? Warum war das dann so laut? Keine Ahnung. Fuck, was ist los mit dem? Bin verwirrt. Ja. Mach jetzt vorsichtig. Nicht, dass da noch
Da war ich, glaube ich, ne? 173 kommt. Oh, ist gehört. Da bin ich hergekommen, dann gehe ich jetzt einfach mal hier lang. There we go. Scheiße. Was machen wir? Was machen wir? Warten? Durch? Oder swag, soll ich zurückgehen? Swag. Oder soll ich jetzt da runterfahren? Er ist swag. Was soll ich jetzt machen? Wieder da hinlaufen, wo du... Zurück. Ja, da, vielleicht ist das Event jetzt nicht mehr corrupted. Oder was meinst du? Na, bestimmt. Ich sag, das ist noch corrupted. Oder der läuft mittlerweile frei rum. Oh, das wäre richtig. Ich springe jetzt aus der nächstbesten Ecke an. Und es gibt wieder einen Jumpscare, der sich gewaschen hat. Oh Mann. Was machst du? Ja, Stamina. Der Kack. So. Das wird wieder ein gutes Und wir haben das Phantom noch nicht gesehen. Ja, wenn du das bringst jetzt, wenn du da nochmal läutest. Da bin ich nicht durchgegangen. Ja, aber ich gucke jetzt nochmal nach dem Event. Aber ich sag dir, das läuft noch genauso kacke ab. Wir müssten es ja dann eigentlich hier schon hören. Wir müssten. Dann müsste die Tür jetzt nicht aufgehen dann. Ja. Dann ist das Event eigentlich kaputt. Ja. Können wir halt da nicht durch, ne? Aber man kann bestimmt zu einem der Gates auch ohne da durchzugehen. Hoffentlich Gate A. Sonst müssen wir echt einen Umweg noch machen. Ja, das Wichtigste ist, dass jetzt die Entrance Zone kommt. Wobei, überleg doch mal, wo du jetzt läufst. Wenn du da. Vielleicht kommt man durch einen anderen Weg hinter diesen Raum. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe schon. Oder habe ich den alten? Nein, scheiße. Ja, der Navigator ist halt weg. Der ist in 914 verschwunden. Verschwunden also. Ja, was, ich hab den geplaced. Oh, guck mal, das ist. Aber ist noch das alte Model. Hat sich scheinbar nicht verändert. Jetzt ist weg. Da hinten ist eine schwebende Tür. Ach man. Aber da geht's zur nächsten Zone. Yeah, das ist doch gut. Scheint es. Meinst du, es gibt immer beide Endings, meine ich? In jeder Map? Müsste eigentlich, ne? Oh, schon, ne? Teddy. Das wäre ja richtig nice, ne? Sind wir jetzt? Sind wir ja so und sind wir. Das ist doch nein, das ist nein. Du bist in die erste Zone zurückgegangen, oder? Stimmt, Light Containment. Fuck. Ja, jetzt ergibt es nämlich Sinn. Fuck, shit, aber warte, pass auf nicht, dass der dann eine 173 wartet. Wo war der? Ja, hier. Ach, da. Ist sogar noch da. Habe ich jetzt nur mit dem Event vom Raum verbunden. Wow. Ei, ei, ei. Bisschen. Ente. Ich mache da nicht die Düdelüdüt, sondern die Düdelüdelüdelüd. Nein. Doch, glaub schon, oder? Und 106 nervt mich in der Folge ein bisschen. Ja, klasse. Memory Access. Wo habe ich gespeichert? Gar nicht. Bei der Glocke. Bei der Glocke, du das erste Mal aktiviert hast. Okay. So, okay. Wir haben jetzt den Spielstand nochmal geladen. Ja. Nach einem Memory Access Violation Error. Und wir sind bei der Glocke. Weißt du jetzt, wo du lang musst? Nö. Gut. Ich glaube, ich bin auch nicht sehr viel weiter gekommen. Da geht's zur Light ist nicht Ding. Weiter, da erscheint nur der Boy. Das heißt hier, genau, und da waren wir eigentlich, ne? Ja. Und das ist abgestürzt. Wenn jetzt da wieder ein Error kommt, dann kannst du es aber vergessen. Jetzt hier nochmal. Was war da? Oder war da der Error? Nee. Hi. Schaut voll scary aus. Ja, wo soll ich lang gehen? Da lang jetzt, oder? Okay. Da war das doch, ja? Ja, wahrscheinlich. Wegen nee, bei dem Raum war das da vorne. Da war das, ja. Why? Musst du den anderen Weg gehen? Oh. Warum? Ich muss
Ach nö. Scheiße, das ist jetzt echt kacke. Dann geh zurück und schock ihn. Schnell, bevor er es schafft. Ja, da ist er aber schon. Eieiei. Und dann komme ich nicht vorbei, oder? Kannst höchstens weiter flüchten. Wie läuft denn der? Pass auf, der kommt uns durch die Wand. Was ist denn was los? Mausbug. Mausbug. Sauber hinters. Ja, lass mal da versuchen durchzukommen. Vielleicht schaffen wir es ja mal. Gibt's irgendwas Neues in der Pocket Dimension? Seit irgendeinem Update, seit wir noch nicht drin waren oder so? Keine Ahnung. Aber da war doch was mit hinknien, oder? Weißt du noch? Ah ja, genau. Nie, sagt er da. Nie. Das soll nur einer verstehen, hätten sie unter Unterschiede machen. Bist du tot? Bist du? Zurück in der Foundation. Schaut so aus. Du bist leicht benommen. Also, der sagt. Und das sollst du nie verstehen. Er hat einen Untertitel machen sollen, dass da nie steht. Aber ja. Ich glaube, ich bin jetzt so ein bisschen. Ach, kacke. Ach, das ist der verstörende laute Raum, wo man dann. Ja, da muss ich jetzt reingehen, ne? Genau, und dann nie. Bin ich gespannt. Was sollen wir tun, mein Lord? Jetzt aber gar nicht gesagt, ne? Ist da überhaupt einer? Ja. Siehst du die Augen? Jetzt habe ich mich geniet. Wo bin ich jetzt? Da ist ein Sarg. Was? Was ist das? What the fuck? Ist das Shadow of the Colossus? Fuck. Wo sind wir? Wir sind doch da oben. Da gibt's doch dieses, wo du dann von einem Klotz zum anderen springen musst, so. Du meinst, das ist das? Und das ist dann unten drunter, das, vielleicht. Das kommt immer wieder. Vielleicht rettet es uns. Es beamt uns hoch. Ich bin bei so einem Lichtstrahl raus, wenn du hochkommst. Ich guck da von alleine irgendwie drauf, ne? Wenn ich wegguck, dann guckt der da wieder hin. Blut ist scheiße. Kommst du zum Sarg? Kommst du irgendwie hoch? Du kommst ja hoch, schau mal. Wie crazy ist das? Was steckt hier in dem Sarg? Oder was ist da los? Hilfe! Bringt es mich irgendwie um? Was ist das für ein Flugobjekt? Hab ich irgendwas? Strange Portal? Ring! Ring! Bringt ja auch nichts. Und kannst du dich irgendwie noch heilen? Nee, ich hab nichts. Doch ein Kit hast du, ein Medikit. Ja, aber macht das was? Wir entdecken gerade ganz neue. Too swear. Und jetzt nochmal den Ring, oder? Ja, da habe ich ja nur weniger Stamina. Nee, du musst eh nicht rennen hier, oder? Ich will hier raus irgendwie, aber ich sterbe jetzt. Ich habe vor allem nur Orientierung. Ja, weil es so verschwimmt alles. Irgendwo musst du doch hinlaufen. Versuch doch mal den Ding. Ja, ich bin so scheiße langsam. Oh nein. Was? Und you're feeling weak. Ja, guck mal, wie schnell ich hier laufen kann. Und du schaust automatisch hoch. Ja. Das ist echt behindert. Das stört echt. Was soll das sein? Ein Auge? Ja. Ein Vogel mit dem Auge. Also schreibt mir bitte Kommentare, wenn ihr wisst, was man hier drin machen muss. Erstmal, was hier abgeht, würde ich mal gerne ein bisschen Hilfe. Aber freut mich jetzt, dass wir was Neues gesehen haben. Ich dachte gar nicht, dass es in der Pocket Dimension noch irgendwas gibt, das wir nicht gesehen haben. Ja schon, aber... Sag mal, wenn's auch so ist, bin ich... Was? Na, ist jetzt Zufall wahrscheinlich. Ja. Komisch war's. Von Skull. Schon ein bisschen geil, oder? Bisschen geil. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ja. Gibt's eine neue Folge mit einer neuen Map. Und alles neu. Vielleicht gibt's sogar ein Update. Man weiß es nicht. Ja. Das sind ja wieder 2 Wochen dann, ne? Ja. Bis dann, bleibt geschmeidig. Ciao. Load Game.
Note. Lecker. What do you smell? Weiß nicht, irgendwie so. Keine Ahnung, so süßlich, mentholartig. Ja, das kann Eukalyptus sein. Geil. So. Ja. Das läuft noch.